Servus, Performstore Friends. Wir sind endlich hier in Essen angekommen. Und Daniel, warte mal kurz. Ja? Wo ist die richtige Kamera? Wo ist der eigentlich der Boden? Ja, scheiße, das ist ja ein Handy. Boden liegt noch nicht. Warte mal, das machen wir nochmal. So, herzlich willkommen hier mit richtiger Kamera und mit Boden. Herzlich willkommen hier, Essen Motor Show 2022, Halle 6, 6B13, Performance Stand. Wir haben einen Stand, wie wir es noch nie hatten, und wir sind mega, mega stolz darauf, auch hier neue Produkte präsentieren zu können. Ich nehme euch mal ganz kurz mit auf unsere kleine Standtour. Gleich eins vorab, nicht wundern, wenn ich irgendwie einen Schreier lasse oder irgendwie sowas, weil mir springt seit gestern immer die Kniescheibe raus und rein. Also ich humpel auch ein bisschen, seht's mir nach. Performance Floor hat ein neues Produkt rausgebracht. Unsere LED-Lights. Mega cool, einfach im Boden zu verarbeiten. Das heißt, ich klemme das hier einfach zwischen die Klickfliesen, mache den Deckel auf, mache das LED-Band rein, mache den Deckel wieder zu. Ich bin gerade voll daneben, was ist der? Voll daneben, warte. Mach die LED rein, also da rein, genau. Mach den Deckel wieder drauf. Fertig, erledigt. Dann haben wir noch eine neue Hexagon. Ich suche mal das Kartönchen mit der Fernbedienung. Alles schön aufgeräumt. Kannst du ganz einfach drücken, rot, ne? Grün, blau, gelb, noch mehr blau, pink. Ist das pink? Das ist doch eher lila. Ja. Rot, einfach automatisch nimmst du alles, alles auf einmal. Zudem haben wir noch unsere Hexagon Lights mit einer hochprofessionellen Traverse. PS Days Hannover hatten wir so ein Ding vom Sperrmüll, Hashtag Schwabe, ja, und das war leicht instabil, aber wir haben es gefixt bekommen und dieses Jahr EMS hochprofessionell. Genau, ansonsten, was ist noch zu sagen zu unserem Stand? Wir sind zusammen diesmal, wir waren ja immer mit Performance 61 zusammen, keine Angst, ist alles noch völlig normal bei uns, nur wir haben dieses Jahr die Chance gehabt, zwei Stände zu nehmen, einmal unten, wo früher Osram war, und einmal hier, und Osram ist jetzt mit uns zusammen, sind wir, oder? So muss ich sagen, wir das sind dann zusammen mit Osram, die mit uns, wie auch immer, wir sind halt zusammen hier. Genau. Das heißt, Osram ist hier und da unten vertreten und Performance 61 hier und da unten und wir da unten und hier. Versteht ihr? Hä? Ja, okay. Ja, dann kommen wir zu einer geilen Geschichte. Eine richtig geile Geschichte. Und zwar haben wir hier diesen Opel OPC. Viele sind hier vorbeigekommen und haben gesagt, Gianni, was will der Opel hier? Das sieht ja mega geil aus. Aber Opel, GTR, TCR und das. Dann habe ich gesagt, Leute, Tuning ist nichts mit einer Marke. Tuning bedeutet, wie viel Zeit, wie viel Liebe steckt in einem Auto drin. Und hinter diesem Auto steckt eine riesengroße, geile Geschichte. Und zwar gehört das der Joanna und dem Dennis. Die haben uns letztes Jahr hier geholfen, völlig freiwillig aufzubauen, abzubauen, war mit uns zusammen. Und als wir abends zusammengesessen sind, haben wir gefragt so über das Leben, Lebensziele, Träume. Und ihr größter Traum war es, schon seit sie Kind ist und mit ihrem Vater hier über die EMS gelaufen ist, dass eines Tages ihr Auto hier steht. Und das hat sie auch immer zu ihrem Vater gesagt, Papa, eines Tages steht mein Auto auf der EMS. Mit Pipi in den Augen. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, echt, das ist dein Lebenstraum? Ja, dann soll er hiermit erfüllt sein. Deswegen dieses Jahr hier der Opel OPC. Und was die gemacht hat, der war nicht komplett normal, Standard, blau, völlig nichts. Die hat die ganze Karre umgebaut. Da machen wir nachher noch einen Carporn und allem drum dran, dass man das auch sieht, was die gemacht hat. Wenn die ihre Anlage anschmeißt, da wackeln bei mir hier hinten im Dresen die Hosen. Also wirklich richtig, richtig geil. Dann haben wir den Nissan GT-R, wir gehen mal rüber. Nissan GT-R, 1200 PS. Gucken wir mal drunter, was sich da verbirgt. Ja, 1200 PS. Er nennt es den Bugatti Killer. Alles selber gebaut. Sieht man auch hier komplett handled.
Das heißt, der Junge weiß ganz genau, was er macht. Und hier einfach, ja, Slam, mega cooles Auto, Dankeschön. Folgt auch noch ein Carporn. Nicht zu vergessen, die unglaublich tolle Werbung vom Performance Floor. Ja, zu dem Auto hier muss ich nicht viel sagen. Performance 61, unser Eventauto, unser Golf TCR. 630 PS Frontachse mit Straßenzulassung, macht richtig, richtig Laune. Dann haben wir natürlich nicht zu vergessen hier die Partyspielagenten. Man kennt die auch vielleicht. Da, unser Flo. Und unser Sven, ich weiß gar nicht, wo der Sven ist, der ist gar nicht da. Die Partyspielagenten auch mit dabei, die Moderation machen, Musik machen, die Leute unterhalten. Einfach nur der Hammer. Die haben auch einen Bumblebee mit, der dann für die Kinder hier rumläuft. Dann haben wir Osram mit am Stand. Drehen wir uns nochmal. Ja, kommen Sie. Schauen Sie. Wir haben Osram noch dabei. Und ganz hinten haben wir noch Felgenladen 24. Felgenladen 24 ist meine Familie, das ist mein Schwager. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ein ganz cooles Konzept, dass wir zusammen auf Messen gehen. PS Days waren wir auch schon zusammen. Deswegen, ja. So, liebe Freunde, wir sind jetzt bei Autokorrektur und ja, das ist der Flo. Und der Flo und ich, Moin. Wir mögen uns ganz arg und der Flo, der ist nicht ganz normal. Ich auch nicht. Und deswegen passt das auch so gut. Der Flo zu mir kam im Handy und sagt, sag mal, wir machen die geilsten Böden. Und ich habe das natürlich gemacht, ohne jeglichen Hintergrund mir zu denken. Und jetzt stehst du da mit deinem Kunden und auf einmal passiert Folgendes. Guten Tag, Florian. Ich mag dich einfach. Autokultur finde ich toll. Dafür steht hier mein Name, Gianni von Performance-Floor. Ja. Das ist schon gut. Wir machen den geilsten Boden. Das läuft bei uns auf Dauerschleife. Wir haben eigentlich jedes Jahr so ein Messelied. Dieses Jahr ist das einfach Gianni. Das ist so geil. Du stehst mit dem Kunden da, auf einmal ist der voll verwirrt, weil der hört mich zweimal. Und war so, sind das auch Sie? Ja. Also kurz noch an. Guten Tag, Florian. Ich mag dich einfach. Autokultur finde ich toll. Dafür steht hier mein Name, Gianni von Performance-Floor. Das ist er. Man könnte echt meinen, ich habe das gerade gesagt. Ja, aber wir haben noch ganz viele Sprachnachrichten. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was zusammenschneiden und ihm ganz neue Sätze und Wörter verpassen. That was the moment when he knew he fucked up. Es wird alles gegen und für Sie verwendet. Ja, das ist, danke. Ich fange jetzt auch an mit Sammeln. Beziehungsweise ich rufe einfach Sizilien an, sie ist irgendwo zurückkommen, erledigt. Ja. Was macht ihr? Wir machen farbige Sicherheitsgurte. Ich glaube, das wäre auch was für dein Auto. Hätten wir zufällig Performance-Gurtband hier? Performance-Floor-Gurtband hier? Boah, das sieht doch mal, wie schnell das geht. Also wir sind die schnellsten von der Idee bis zum fertigen Produkt in Sekunden. Hier haben wir geiles Gurtband und jetzt stellt euch mal vor, der Gianni fährt damit und sieht dann so aus. Und bitte unterstütze das nicht noch, meine Kontur ist eh schon zu. Kannst du es hier stramm ziehen? Ja, danke, sehr nett von Ihnen. Und dann können wir auswählen, ob wir es so machen, das ist auf Kopf, das ist andersrum, oder so. Oh, das ist auch auf Kopf. Ja, merkst du was? Ja. Wir stehen beide auf Kopf. So. Genau. Ein Galgenhumor. Also was sagen wir jetzt dazu? Ja, super. Super, bist du zufrieden? Ja, finde ich toll. Ich kaufe. Ja. So machen wir das mit unseren besten Kunden. Ja, bauen wir demnächst bei dir ein, ne? Ja. Ja. Gurte in jeder Farbe, in jedem Design, mit Zulassung legal. Und dann haben wir noch für Show and Shine die Scheinwerferkappe. Okay. Wegen Gurte, wie läuft das ab? Ich möchte jetzt ein Gurt von euch, schicke euch das Logo zu und dann? Wir entwerfen das, wir machen eine Photoshop-Datei, alles fertig. Wir fertigen das Material an, dann kommt man entweder bei uns vorbei, kann auf alles vor Ort warten, oder aber ihr schickt den Gurt ein und wir schicken ihn innerhalb von 24 Stunden zurück. Das heißt, ich baue den Gurt einfach aus, schicken wir hoch und innerhalb von 24 Stunden baut ihr das hoch. Genau. Argument, oder? Das heißt, Online-Shop habt ihr da, oder? Ja, klar, cool. Autokorrektur.de. Cool, dann machen wir auf jeden Fall so. Und Cover abgenommen. Ganz genau. Die Scheinwerfer-Cover, einfach dran, einfach ab. Super flexibel, sehr robust. Ne? Hier, oh. Oh no.
passiert gar nichts, also das ist das Geile halt, ne? Und dann einfach hingehen, draufstecken, zack, hat man für Treffen, Fotos, eine richtig geile Optik. Schau dir das an. Mega, oder? Passend zum Performance Floor, dann die passende Optik zum Auto. Mach's doch nicht kaputt. Ich bin voll begeistert. Ja. Also ja, ich kann das schon, ich hab's aber zum ersten Mal in die Hand, ja. Echt? Ja, da Frank. Fuck. Komm mal her. Mach mal den Durchblick. Wir haben den Durchblick. Ja, für über 150 Autos halt in jeder Farbe, ne? Für Treffen, Fotos, man braucht die nicht mehr illegal folieren oder was, ja. Damit man einfach legal unterwegs ist, eine ganz wichtige Sache. Ne? Weil oft gehen die Leute hin und folieren das auch und so rauchig, so dunkel wie hier und fahren dann damit, reduzieren ihr Licht massiv und das ist einfach scheiße. Ja. Und damit können die dann eben für Fotos treffen, stecken sie es drauf, danach wieder ab, fertig. Mega Idee. Seht ihr diesen Dick? Machen wir heute diesmal ganz normal, okay? Ohne dass du mir warst die ganze Zeit und ich dir ganz lieb, okay? Okay. Wie fandest du die Messe? Abgesehen von manchen Vorfällen. Nur Messe. Ja, also so jetzt gestern war überragend. Ja. Das Gute was ich immer merke, wir machen ja immer mehr diese Social Media, ob das YouTube ist oder so, oder seit längerem. Und jedes Jahr merken wir so eine Stufe mehr. Und was du an Feedback von den Leuten kriegst, ist halt unbezahlbar. Das ist geil. Aber was gibt's einen Rabatt bei dir jetzt? Erzähl mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Das wird das krasseste Interview. Und ärgert ihn einfach. Ja, er macht Nachlass. Er macht Nachlass. Ihr müsst nur dranbleiben und wichtig drücken. Er hat ein gutes Herz. Bis 50% könnt ihr es garantiert rausholen. Privat schreiben, E-Mail schreiben, WhatsApp schreiben, Instagram schreiben. Er redet von Lavella, nicht von uns. Also er redet von sich selber, komplett von sich selber. Habt ihr gehört, da könnt ihr komplett 50% abstauben. Hier ist euer Mann. So, wir sind hier beim Sauerländer. Kennt ihr ja auch von Videos und allem. Da haben wir damals die Werkstatt gemacht. Mit Hebebühne und Co. Und Leute, was soll ich sagen? Die haben frisch gezapftes Bier, ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein frisches, saftes Bier hatte, ne? Das probieren wir jetzt. Ich hätte gern ein lecker Bierchen. Das ist unser neuer Werkstattwagen. Nein, mach keinen Scheiß. Doch. Servus. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Ich bin begeistert. So, warte mal, ich wollte mir lieber. Da kann man ruhig mal applaudieren. Also wirklich, das finde ich mal richtig was Geiles. Hier einfach bei euch anrufen, kann man das bestellen, oder? Wir sind dabei, dass wir serienreif kriegen, ja. Okay. Geile Idee, ne? Schnelles Bier. Das ist ein schnelles. Ich trinke das jetzt voll aus. Ihr müsst nicht dabei sein. Ich melde mich gleich nochmal bei euch. Wie wär's mit Echsen? Echsen? Okay, auf euch. Mit Bier gestärkt geht's weiter. Performance 61, Partner schon seit eh und je von der Picke auf. Familie, Freunde, ich kann es gar nicht befassen. Also wenn ich nachts irgendwo wäre, wüsste ich, dass die Jungs auf jeden Fall, jeder Einzelne, da wäre. Performance 61, diesmal mit einem anderen Konzept. Die haben sich extra einen Trailer gekauft, dass die reinhocken können mit Küche und allem drum und dran. Zeigen wir euch gleich. Und haben auch von Ardo, X-Performance, ein Audi dastehen und dann der restliche. Also sehr Audi-lastig dieses Jahr, obwohl die ja völlig magenoffen sind, aber das ist halt deren Steckenpferd. Gucken wir mal, ob wir da Akku irgendwo finden. Guck mal, die haben alles innen drin komplett in R6 zerlegt und haben den komplett neu gemacht. Komplett in 461-Optik. Innen drin auch alles umgeändert. Also das Ding ist eine Waffe in dem Herrn, der C8, der hat sich entwickelt. Ich bin kein Audi-Fan. Mein Herz schlägt AMG. Aber diesen Audi, boah, ach, lecker. Fast so lecker wie das Bier. Also der Boden, der ist schon pflegeleicht, gell, muss ich schon sagen. Gell, haben gestern viele Kunden gesagt. Ja. Trinken, fliegt was runter, sag egal, es geht drüber. Sauber, ja. Sauber. Und heute trocken. Magic. Spitze. Sauber. Einmal drüben wischen, Spitze. Als dieser Mann hier hinten mir gesagt hat, Gianni, er was Spezielles für die EMS,
Und ich war eh auf dem Weg zu ihm. Ich denke, was hat er jetzt schon wieder? Das kann sein, irgendwie an das Auto oder hier und da. Und dann steht auf einmal dieser Bunker hier auf seinem Parkplatz. Da denke ich, was ist das? Komplett grau. Ja. Jetzt macht er das Ding hier auf. Ich bin vom Glauben abgefallen. Wir haben hier einen fetten Screen, den kann man hochlassen. Sofa-Ecke, ganz gemütlich mit Kunden was besprechen. Wenn man sich umdreht, Holzwände. Hier geht's hoch, da hast du dann nochmal einen Thekenbereich, hast eine Küche mit bei. Läuft bei euch, läuft bei euch. Ja, Performance Club Friends, wir sind jetzt hier bei H&R in Halle 7. Und ihr habt jetzt erste Jahr den Performance Club, gell? Richtig. Ja, finde ich mega cool, euch in der Performance Club Familie willkommen heißen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Ja. Wie war die Erfahrung? Erzähl mal. Ja, also wir haben ja immer das große Problem auf allen unseren Messen, dass wir Teppichböden verlegen. Ja. So, das große Problem als Aussteller, du schaust natürlich, effizient zu sein. Heißt, du verlegst für viel Geld einen Teppichboden, der kommt anschließend in den Müll. Ja. Selten demontiert den jemand, rollt den auf, verwahrt den und legt den wieder aus. Ja. Wir wissen selber gerade auch, was Einlagerungen so angeht, sowas leidet immer. Ja, und dann kam ja auch mit dir der Kontakt. Ja. Ne? Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Viele lustige Momente gehabt. Ja, einige. Kam dann die Idee auf, okay, ne, mit unserem Messebauer zusammen, dass wir halt mal Performance Flow ausprobieren. Ja. Und die Erfahrung ist jetzt aktuell, die 10 Tage, halt wirklich einmal Hardcore-Belastung, echt super. Reinigung ist toll, allein die Haptik, so wenn du drüber läufst. Ja. Ne? Ja. Viele denken immer, ah, so kunststoffähnlich oder wie auch immer, dass es irgendwie rutschen wirkt. Ja. Gar nicht. Fühlt sich sehr wertig an. Vor allem im Dunkeln, ja, das hebt die anderen Farben natürlich noch besser ab. Und nein, ist echt super. Hier sind wir jetzt auf dem Stand von Liquid Elements, die auch dieses Jahr gesagt haben, ey Leute, wir sitzen aus, wir brauchen Boden. Und weil eben, die wollen nicht mehr saugen, die wollen nicht mehr, die wollen es einfach pflegeleicht haben. Und halt, was denen auch gefallen hat, ist, die haben ja recht viele Farben bei sich im Logo. Und das haben wir widerspiegelt mit den Seitenteilen. Man kann das natürlich auch mit dem Boden selber machen, nur das Problem ist, beim Boden, wenn der halt schmutzig ist, muss ich alles wieder sauber machen, so ein Seitenteil kostet viel, deswegen kann man das auch ganz schnell austauschen. Und ja, das hier ist der Stand von Liquid Element, die immer voll waren. Also die ganze Messe über Liquid Element, immer Leute am Stand gehabt. Das heißt, auch da wieder eine hohe Qualität, zeichnet sich halt immer wieder aus. Ja, Performance for Friends, noch kein Boden von uns, aber Freunde von uns. Wir haben uns auf dem PS-Test kennengelernt. Genau, PS-Test Hannover, ja. Da haben wir uns so beim ein oder anderen Bier mal kennengelernt. Ja, genau, richtig. Und ich finde das so geil, was die machen. Ich habe da auch ein paar Brüppchen bekommen. Und ja, erzähl mal kurz, was macht ihr? Im Endeffekt machen wir Autodüfte. Das ist aus einer Schnapsidee heraus entstanden vor 4,5 Jahren mit meinem Kollegen Yannick. Der ist leider nicht mehr da, der muss heute noch nach Österreich. Und wir haben uns gedacht, Wunderbaum und alles ist nicht so geil. Ne, das heißt, unseren Duft einfach reinnebeln, macht keine Flecken, klebt nicht, ölt nicht, schmiert nicht. Und die Düfte riechen dezent. Sowas gibt es am Markt noch nicht. Ne, und das ist eben das, was wir machen. Ersetzt und praktisch den klassischen Duftbaum. Genau, ersetzt den Duftbaum. Der kurz trocken ist nach einer Woche und den kannst du wegschmeißen. Genau, genau. Richtig geil. Ne? Das ist der Mehmet. Mächtig am Verkaufen, Verkäufer durch und durch. Und der hat ja auch den Award von uns bekommen, den wir dieses Jahr wahrscheinlich wieder einführen werden, dass wir den Performance Law Award wieder verteilen, weil das kam eigentlich ganz cool an. Und ja, Salam alaikum. Alaikum salam. Was ist denn da? Ja, schön, euch mal hier zu sehen. Und? Wie ist die Messe gelaufen? Gut. Ja, gut. Zufrieden? Ja. Schöne Produkte haben wir. Mal, was heute los war. Ja. Also, die letzten Tage los. Die letzten Tage war es ja für Wochenenden, sind pro Tag. Ja, ja. Und wir haben sehr gute Aufträge ziehen können, ich bin zufrieden. Schön, das ist die Hauptsache. Ja, die Garage machen wir jetzt auch neu. Die Garage machen wir neu. Ja. Kommt was Besonderes wieder? Neues Konzept, ja. Neue Idee. Ja. Machen. Vielleicht gibt es wieder mal eine Sondersession. Ja. Bei uns. Ja. Ja, Performance Law Friends. Wir sind jetzt am Stand von Grip und Grip hat dieses Mal komplett erweitert. Und wir haben ja da schon lange eine Partnerschaft mit Grip zusammen. Das heißt auch da wieder ganz klassisch Performance Law. Und die Erweiterung diesmal ohne Performance Law. Ich persönlich finde es ganz cool, weil ich kann euch mal einen kompletten Unterschied zeigen zwischen einem Teppichboden und einem Performance Floor Boden als Messeboden. Das heißt hier komplett dreckig und wie wir schon gehört haben vorhin von H&R, man kann es 10-mal saugen, es sieht nach einer Stunde gleich wieder aus. Ne, wo war das Auto? Autokorrektur war das, glaube ich. Ach, irgendwo, ich weiß es jetzt gerade nicht. Da sieht man einfach mal den Unterschied. Wenn man sich mal einen Performance Floor anschaut,
ist halt nichts. Sauber. Das heißt, mein Boden ist immer sauber. Ich kann nach der Messe abbauen und übrig bleibt Schmutz. Aber der geht mich ja nichts mehr an. Von dem her, ja, was willst du mehr? Ja, ein paar Autos von Krips sind da. Night Factor ist mit dabei. Die Garage Brothers sind, glaube ich, auch hier. Mal schauen, ob wir von da noch jemand erwischen. Ansonsten war es das eigentlich. Ich glaube, wir sind durch. Haben wir noch jemanden vergessen? Falls wir noch jemanden vergessen haben, tut es mir jetzt schon leid. Nichts Persönliches. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei euch, Dennis und Joanna, mit euren Freunden Sammy, Ronja, Alex und auch an unseren anderen Alex vom Roomtief. Ohne euch wären wir teilweise wirklich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Ihr wart jeden Tag da, habt uns die Stange gehalten. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Da möchte ich mich bedanken bei allen Partnern, die zusammen hier das ermöglicht haben, die unseren Performance Tour haben, die hinter unserem Performance Tour stehen. Und ganz, ganz großen Dank auch an euch alle, die ihr da wart bei uns, uns besucht habt, uns supportet habt. Also wirklich, wirklich mega geil und vielen, vielen lieben Dank an der Stelle, weil ohne euch wären wir gar nichts. Und deswegen wären wir einfach nur jemand, der einen Boden produzieren würde. Vielen, vielen Dank. Und Lucky, ich möchte dir, weil das wahrscheinlich das letzte Mal ist, wo wir uns live sehen, auch mal bedanken für den Cut, für die geilen Videos. Und echt geil, dass wir dich dabei haben dürfen. Sehr gerne. Okay, bis dann. Macht's gut. Und ihr wisst ja, alles andere ist eine bodenlose Frechheit. Ich lege jetzt meinen Fuß hoch. Bis dann. Ciao.